Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X. Im letzten Part haben wir Yuna vor Seymour gerettet und wollen jetzt einfach mal weiter. Gibt sicher noch genug Seen. Aber nein, Tempel. Okay. The fuck? Richtung bestimmt, du sagst es so einfach. Okay. Daran erinnere ich mich irgendwie geringfügig. Okay, diese Pfeile interessieren sich nicht. Ich fahre einfach geradeaus oder was? Jetzt bin ich doch wieder am Anfang. Ach so, muss auch X drücken und die Richtung. Okay. Hier kann ich nur gerade. Hier kann ich nur geradeaus. Okay. Ich habe so das Gefühl, ich werde hier sehr viel verpassen. So, nehme ich ihn und tue ich ihn jetzt hier rein oder was mache ich damit? Ich lasse den einfach mal in der Hand. Ist derselbe Spheroid wie hier drin? Diese Kameraführung verwirrt mich gerade dezent ein bisschen. Oder könnte ich, wenn ich ihn jetzt hier drin habe, auch noch hier nach links und rechts gehen? Das ist natürlich die Frage, die ich nicht weiß. Oder eher gesagt, dessen Antwort ich nicht weiß. Wobei, ich muss den da rein tun. Ich komme hier ja sonst nur hier in die Sackgassen, oder sonst bin ich ja auch wieder am Anfang. Hallo? Noch einer. Ja. Ist auf der anderen Seite jetzt auch noch einer? Toll, kann ich gerade nicht nach. Das will ich mal kurz überprüfen. Weil wenn ja, dann, was? Warum? Ja, da ist auch einer, das sehe ich von hier. Oder jedenfalls ein Podest dafür. Na? Aber ohne Spheroid. Okay, was passiert, wenn ich hier einen reinsetze? Scheinbar nichts. Es gibt ja sonst immer eine Animation dafür. Na, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal nach unten und dann zuerst nach rechts. Weil links meist der richtige Weg ist. Nicht immer, aber meistens. Ich kann nochmal umdrehen wieder. Wow, really? So, hier gehen wir mal nach links und jetzt wollte ich nach rechts. Moment, hier kann man nur geradeaus. What? 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 Wo soll ich denn jetzt? Hä? Ich bin dezent verwirrt. Jetzt ist die Frage, ob das Ding hier, worauf ich stehe, auch ohne irgendein Spheroid funktioniert. Ich gehe mir davon aus, nicht. Aber ich gehe mal davon aus, ich müsste da oben zwei Spheroiden reintun. So dass ich auch nur noch einen habe.
Gehe ich jetzt mal davon aus. Wissen tue ich nichts. Aber mal gucken. Vielleicht passiert ja was, wenn bei beiden was drin ist. Das hatten wir ja noch nicht. So, reintun. Nehmen. Und gleich Rüben reintun. Oh Mann. Okay, einmal wieder zurück, bitte. Dann einmal links. Jetzt reintun. Ich bin dezent überfragt gerade, wenn das nicht funktionieren sollte. Könnte ich nur versuchen, wieder nach unten zu gehen, dann den Spheroid auch noch reinzutun? Ja, geht doch. Den lasse ich aber mal drinnen. Wobei, jetzt könnte ich ausprobieren, ob das auch geht ohne Spheroid, aber. Wenn wir irgendwo Halt machen, ist das Ding sowieso oben, also kann ich ihn dann auch wieder entnehmen. Von daher macht das nicht viel. Bitte umdrehen wieder. Ich weiß jetzt nicht, ob das Umdrehen schneller ist oder das nochmal von vorne machen. So, dann jetzt bitte runter. Und jetzt können wir nach links. Jo. Es geht auch wieder hoch. What? Hä? Hat das Spiel jetzt gesagt, yo, ich geh mal wieder zurück, oder? Ja, muss sein. Was? Er geht. Was? Wieso fährst du jetzt gerade aus? Ah, was ist denn hiermit kaputt? Ja, mein Linksknopf funktioniert. Warum will er nicht nach rechts gehen? Ach, immer wieder diesen Tempel hier. Da war doch eindeutig ein Pfeil, oder nicht? Wenn nicht, dann muss ich den Spheroiden hier unten nochmal reinsetzen, oder was? Ach, willst du mich jetzt flachsen? Oder muss ich X einfach nur drücken, wenn der Pfeil aufleuchtet? Und dass das sonst per Zufall immer vorher geklappt hat und ich keine Ahnung habe. Gute Frage, gute Frage. Was passiert, wenn ich den Spheroiden jetzt hier wieder reinsetze? Gar nichts. Ich will es ehrlich gesagt nicht ausprobieren, ob das Ding ohne hält. Vielleicht mache ich damit irgendwas kaputt. Und das wäre nicht so schön. So, jetzt aber bitte mal nach rechts. Ich bleib ja vorher drauf stehen, oder? Danke, ja, das muss ich echt machen. Nicht nur Richtung mit Dingsbums, sondern einfach nur wenn der Pfeil. Das hatte ich bislang dann immer richtig gemacht. So, was ist hier? Die erste Abbiegung wollte nicht. Hier ist ein schöner Spheroid drinne, den ich glaube ich dann mal in der Hand behalten will. Aber zuerst. Einsetzen und den anderen mal reinsetzen. Und wenn das Ding gleich noch fährt, dann heißt das, man braucht
kein Spheroid. Und diese Wände sagen mir jetzt was? Das ist mir eine gute Frage. Und ich verstehe es nicht. Man kann nur noch da gehen, okay. Eigentlich wollte ich abbiegen, aber sei es drum. Geradeaus bitte. Ach, danke. Dachte schon, ich schaffe die Abbiegung wieder nicht. So, was ist hier? Gar nichts? So, ich kann weiter schieben nach da, okay. Dann kommen wir da hinten gleich wieder zu diesen komischen Wänden, wenn wir da links abbiegen oder so. Was wir auch tun müssen. Und hier werden wir wieder zurückgeschickt. Okay. Das heißt, wenn ich da nach oben will, oder ich komme dann noch von oben runter. Ich habe keine Ahnung. Wo hätten wir hier noch eine Möglichkeit gehabt, einen Spheroid einzusetzen? Gar nicht. Bedeutet, ich muss da hinten jetzt schaffen, rechts abzubiegen. Ob es mir möglich ist, ist eine andere Frage. Danke. Freut mich doch. So, was gibt es hier jetzt? Auch wieder ein Spheroid. Und da muss ich sicherlich den hier reinsetzen, oder? Gott, was ist das für ein Tempel, bitte? Das Witzige ist, es passiert ja noch nicht mal was. Na geil. Lass mich raten, ich darf den von Bevel hier reinsetzen erstmal. Was muss ich da drüben dann reinsetzen? Diese komischen Zahlen. Zeichen, nicht Zahlen. Okay, und dann sind wir wieder am Anfang. Ich glaube, der Tempel wird sich noch einige Zeit ziehen. So, beim zweiten muss ich jetzt abbiegen, bitte. Bin ich nur so vor oder ist das schneller auf einmal? So. Dann nehme ich mir den von Bevel wieder raus. Da ist jetzt keine Pfeilrichtung aufgezeigt. Jetzt will ich nochmal gucken, ob es da was ändert, wenn ich schon hier bin, wenn ich den anderen wieder reinsetze. Kann ja sein, dass ich sonst wieder was übersehe. Und lieber, wenn ich gerade schon mal hier bin, was mache, als irgendwann nochmal hier hinzugehen und es nichts bringt. Okay, anscheinend, solange ein Spheroid drin ist, wird man da wieder zurückgeschickt. Alles klar. Dann wollen wir doch mal wieder hinten abbiegen. Und mal gucken, was passiert, wenn wir den Bevel-Spheroid einsetzen. Nicht geradeaus! Oh, ich hasse das. So, dürfte ich jetzt bitte schon wieder. Also, ich weiß, dass ich im richtigen Moment X drücken muss, sonst wenn ich nicht in der Reichweite bin und dann X spamme, ja, schon wieder. Ich drücke nämlich X, dann übernimmt er das noch nicht und dann drücke ich nochmal auf X, weil es schnell genug und dann nimmt er einfach den geradeaus. Danke. Gott. Okay, was passiert jetzt hier?
Und wenn das nicht die Lösung ist, dann habe ich echt keine Ahnung, was ich hier machen soll. So wie bei 75% aller Tempel. Ja, und da darf ich jetzt den hier reintun, ne? Da kann ich drauf gehen, oder? Ja. Nein, die Insignia, no! Okay, dann habe ich jetzt den und den muss ich da hinten reinsetzen, damit ich da hoch kann. Oder? Und dazu darf ich auch erstmal wieder. Moment mal, den Duell brauche ich ja jetzt nicht. Muss er da den Fraktur einsetzen? Und den Bevel nehme ich wieder mit. Es sei denn, ich kann den Fraktur noch da unten reinsetzen und das, was passiert. Das mache ich noch mal kurz. Ich weiß ja nie, wann und wo jetzt irgendwas auftaucht. Was passiert, wenn hier der Fraktur reinkommt, Spiel? Ich hoffe etwas Gutes. Gar nichts. Okay. Dann eben nichts. Dann eben nichts. Gut. Dann wird der Fraktur jetzt oben reingetan. So. Pfeile. Danke. So, und das ist in den zweiten rein. Danke. Hat mal geklappt. So, und ich habe keine Ahnung, wo der Bevel hin muss. Aber Fraktura, ich bin mir ziemlich sicher, dass du hier reingehörst. Ja. What? Was sollte mir das jetzt zeigen? Nicht, dass da unten jetzt noch doch noch der Bewehr rein muss. Glaube ich auch nicht. Okay, fahren wir da einfach mal lang. Vielleicht passiert ja jetzt was. Hier ist ja nichts mehr. Den Insignia können wir nicht verwenden. Oh nein! Warum? Das ist ein komischer Tempel, wie ich finde. Warum fährst du jetzt wieder geradeaus? Ich verstehe das System aber noch nicht so ganz. Wir haben in die Kackrichtung geändert. Vielen Dank. So. Und jetzt in den ersten gleich. Wenn ich sagte, in den ersten. Immer diese Sachen, die nicht funktionieren wollen. Danke. Immerhin hat es jetzt geklappt. So, aber dann würde ich sagen, im nächsten Part sehen wir, ob das hier funktioniert überhaupt. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, viel Spaß und tschüss.